Es wird endlich wieder Bundesliga-Fußball gespielt in Österreich. Markus Weißenberger macht sich seine Gedanken zum LASK und Goran Djuricin ist enttäuscht. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Die Bundesliga nimmt heute endlich wieder Fahrt auf. Der sogenannte Restart nach der Corona-Pause geht über die Bühne. Und das heute einmal in der Quali-Gruppe und zwar mit 3 Spielen. Um 18.30 Uhr heißen die Begegnungen Mattersburg gegen Altach und WSG Tirol gegen St. Pölten. Um 20.30 Uhr kommt es dann zum Aufeinandertreffen der Wiener Austria und der Admira. Und das Ziel für die Veilchen kann wohl nur lauten Platz 1 in der Quali-Gruppe. Das sieht auch Trainer Christian Ilzer so. Wir wollen von Start weg so auftreten, dass wir nicht nach hinten schauen müssen. Unser Ziel ist es, mehr als 10 Runden zu bestreiten, also die Playoffs zu bestreiten. Das sagt Trainer Christian Ilzer in der heutigen Kronenzeitung. Wie weit es heute schon mit diesem Anliegen geht, werden wir ab 20.30 Uhr wissen. Dann ist, wie gesagt, Anpfiff. Alle 3 Partien sind am KRONE.at Live-Ticker natürlich wie gewohnt mitzuverfolgen. LASK-Legende Markus Weißenberger macht sich so seine Gedanken und zwar zum LASK konkret, zu den Corona-Verstößen seines ehemaligen Clubs. Er hat die Causa so mitbekommen. Ja, wo ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, was haben sie jetzt gemacht? Aber ja, irgendwo haben sie sich wahrscheinlich gedacht, weil ich habe es ja auch nur gelesen, dann, dass sie halt immer alle 2 Tage getestet worden sind, sie waren negativ, dann haben sie gedacht, naja, machen wir es, trainieren wir halt. Vielleicht hätten sie anfragen sollen bei der Bundesliga, wie schaut es aus, wenn man wirklich jeden zweiten Tag testet und man ist negativ, ob es möglich wäre. Man hätte es aber auch mit den anderen Bundesliga-Vereinen einfach kommunizieren sollen. Sagt Markus Weißenberger vor der KRONE.tv-Kamera. Er glaubt übrigens auch, dass die Fans dem LASK trotzdem die Treue halten werden. Das ganze Interview in voller Länge gibt es jetzt auf KRONE.at und KRONE.tv. Ich wünsche gute Unterhaltung. Goran Djuricin ist enttäuscht und zwar von der Chefität der Grasshoppers Zürich. Djuricin war ja vor 2 Wochen als Cheftrainer der Grasshoppers entlassen worden und das, so versichert er jetzt in einem Interview mit dem Blick, obwohl man ihm wenige Tage zuvor noch zugesichert hatte, dass er Cheftrainer bis zumindest Saisonende bleiben werde. Die Trennung kam also überraschend, Djuricin fühlt sich, Zitat, verarscht und das habe er auch dem Manager und dem Sportchef der Grasshoppers mitgeteilt. Er habe dabei, auch das gibt er zu, die gute Kinderstube ein wenig vermissen lassen, aber er hätte diese Ungerechtigkeit einfach nicht auf sich sitzen lassen können. Deswegen habe er seinem Ärger Luft machen müssen. Alle Hintergründe zu dieser Story gibt es jetzt ebenso auf KRONE.at. Soweit das Wichtigste für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche vor allem einen spannenden ersten Bundesliga-Abend seit langem. Wie gesagt, auf KRONE.at Sport versäumen Sie wie gewohnt nichts. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut.